Die Welt von Benoît Créage und Julia Godard ist bunt, fröhlich und voller Fantasiewesen. Mit selbstgebastelten Handpuppen, Computeranimationen und vor allem viel Freude am schrägen Detail hat sich das Künstlerduo unter dem Namen Ben & Julia mit seinen Musikvideos und Experimentalfilmen eine große Fangemeinde erarbeitet. Angefangen hat das alles eine Nummer kleiner. Mit einem animierten Bildchen, einem sogenannten GIF. Between you and I, actually the GIF. Wenn ich ehrlich bin, mit den GIFs habe ich angefangen, um Julia rumzukriegen. Damals habe ich in einem Büro gearbeitet und ihr ständig GIFs per Mail geschickt. Bens Plan ging auf. Heute sind beide miteinander verheiratet und erwarten Zwillinge. Und auch die Liebe zu den Flackerbildchen ist geblieben. Das Tolle am GIF ist, dass man mit einem kleinen Detail Menschen bewegen kann. Es ist ganz einfach. Die eine gute Idee ist entscheidend. Technisch gesehen ist ein GIF nichts weiter als ein veralteter Standard für Bilddateien aus den 80er Jahren. Mit einer Besonderheit. GIFs können Bewegungen darstellen, als kurze, endlos laufende Schleifen. Im Internet der 90er Jahre war das neu. Als flatternde Friedenstauben, Baustellenschilder und tanzende Babys tauchten GIFs im frühzeitlichen Web fast an jeder Ecke auf. Und sie nervten gewaltig. In den Nullerjahren wurden die kurzen GIF-Animationen von Videos und Flash-Grafiken verdrängt. Doch jetzt erleben sie eine Renaissance. Der Medienwissenschaftler Volker Grasmuck glaubt, das liegt an der Einfachheit des GIF-Formats. Man kann innerhalb von wenigen Minuten eine Videosequenz hochladen, daraus den Ausschnitt auswählen, den man zeigen möchte, die Ablaufgeschwindigkeit bestimmen und so weiter. Und das Ergebnis ist eine kompakte, kleine Datei, die im Internet zirkulieren kann. Speziell winzige Ausschnitte aus Spielfilmen entwickeln in eine Endlosschleife gezwungen eine ganz eigene ästhetische Qualität, einen geradezu hypnotischen Sog. Etliche Blogs widmen sich inzwischen diesem Genre. Aber auch der eigene Alltag lässt sich in ein GIF verwandeln. Thorraden Kelstigen hat die Smartphone-App Loopcam entwickelt. Mit dem kostenlosen Programm werden per Knopfdruck aus Handyfotos GIF-Animationen, die man sofort mit seinen Freunden teilen kann. Damit viele Leute ein GIF weiterleiten und es sich viral verbreitet, muss es vor allem Spaß machen. Der einfachste Weg, um das zu erreichen, ist es, eine Katze zu verwenden. Denn die Leute halten Katzen für lustig. Und Katzen sind lustig. Deshalb rate ich euch, nehmt eine Katze. In den USA wurde GIF 2012 sogar zum Wort des Jahres erkoren. Und in Ländern mit totalitären Regimes, wo oft die Internetbandbreite fehlt, kommt das kleine, datensparende GIF vom Markt sogar als journalistisches Werkzeug zum Einsatz. Die Leiterin des AP-Büros in Nordkorea benutzt die App jeden Tag, um Kinder in Kindergärten oder offizielle Meetings aufzunehmen. Das ist natürlich super cool für uns zu sehen, dass unsere App unter solchen Umständen Verwendung findet. Doch der journalistische Einsatz ist nicht die Stärke des GIF-Formats. Den einen verhängnisvollen Fehler einer Turnerin wieder und wieder zu zeigen, taugt allerhöchstens als schadenfreudenbildende Maßnahme. Und spätestens bei politischen Themen ist die Grenze zur Verhöhnung schnell überschritten. Ich denke also, dass hier eine weitere Reduktion der Sprache des Politischen stattfindet auf einzelne gestische und mimische Momente, die uns noch weiter entfernt von den politischen Inhalten, um die es ja eigentlich bei der Politik gehen sollte. Egal ob als Kunstwerk, als Internet-Meme oder Politiker-Ausrutscher-GIF, weder der Inhalt noch die Form können eindeutig erklären, was genau die Faszination der visuellen Endlosschleifen ausmacht. Vielleicht ist es ja die Ahnung des Immerwährenden, des Ewigen. Vielleicht lassen uns diese unaufhörlichen Wiederholungen einen Hauch von Unendlichkeit spüren, verkleidet als lustige Bildchen.